Das ist Hani und Nani. Vor einem Hümermobil. Einmal die Franziska auf der rechten Seite grüßt dich. Heute ist der 13. März. Der 13. März, kein Freitag. Ich grüße dich, Franziska. Du bist Hochzeitsfotografin. Ganz genau. Wir haben dieses Kabel ja mal erkundet mit dir. Wir werden heute mal ein weiteres Wohnmobil erkunden und du hast viel gelernt bei dem Video. Ich habe sehr viel gelernt, ja. Mal gucken, ob ich das jetzt schon zeigen kann im nächsten. Du bist mein Zeuge, Can. Sie war noch nie vorher, sie war mal in einem selbst ausgebauten Wohnmobil, aber in so einem Weißware-Ding war sie noch nie. Ja, den Joghurtbecher hat sie noch nicht von innen gesehen. Ich würde sagen, ich habe auch das erste Mal einen betreten jetzt heute. Also ich glaube, ich war noch nie in einem drin. Ich glaube, wir werden nicht daran erinnern. Genau, wir werden also verschiedene Fahrzeugklassen mit dir mal testen heute und mal schauen. Du bist Hochzeitsfotografin aus Mettlach und bist eine der meistgebuchtesten Hochzeitsfotografen in Mettlach. In Mettlach vielleicht, ja. Das ist gut möglich, ja. Und Can, komm, wir frühstücken das gerade ab. Wir werden übrigens in die Shownotes reinschreiben, deine Instagram-Seite. Da sind auch wahrscheinlich schöne Fotos drin. Gibt es Paare, die freigeben wirklich dann? Weil es ist ja immer die Gefahr, so in 3 Jahren. Wenn die sich trennen? Also ich meine, ich frage sie, ob ich sie posten darf und nutzen darf. Und dann, wenn sie ja sagen oder wenn ich vielleicht sogar noch eine Unterschrift habe, dann ja. Wenn sie sich trennen, dann kann man ja vielleicht so nett sein und die Bilder löschen. Oder blurren den einen. Genau. Und den Ehemann. Es passiert aber selten, oder? Das heißt, die Paare, die du fotografierst, die trennen sich nicht. Solange bin ich ja noch nett unterwegs. Bisher hat sich, glaube ich, noch keiner getrennt von denen, die ich fotografiere. So, wir werden mal sehen, ob ich noch Sachen finde, die du noch nicht weißt, okay? Okay. Sehr schön. Das ist Can Herzog, grüß dich. Hi. Hallo. Auch du hast ein Gewerbe, das wollen wir mal zeigen. Du kommst aus Lettland, das liegt in der Nähe von Russland. Genau, direkt nebendran. Wahrscheinlich sogar die größte Grenze dazu. Ist das Weißrussland oder Russland schon? Russland. Russland. So, und das heißt, also du kannst quasi den Schnaps kannst du rüberbringen. Genau, so sieht's aus. Nee, ist aber auf der anderen Seite, glaube ich, wohnst du, oder? Von der Grenze. Von der Grenze. Du bist nicht direkt an der russischen Grenze, oder? Nee. Ich bin an der Küste. An der Küste bist du, also auf der anderen Seite. Genau auf der anderen Seite. Genau auf der anderen Seite. Ich kann noch wegschwimmen. Kannst du eher nicht, aber was hatte ich denn nach Lettland? Klar, du bist meine Tochter, irgendwann habe ich mal geheult wie Sau. Oder, stimmt gar nicht, ich war ziemlich fröhlich, als du weg warst. Nein, weil du ja dein Glück gefunden hast in Lettland. Ah, okay. Ich war ganz traurig. Also ich hab ein Gewerbe und wir machen Hundemarken aus Silikon und deshalb sind die nämlich lautlos. Und so sieht eine aus. Das ist jetzt eine inoffizielle Hundemarke, die es noch nicht gibt und die zeige ich euch jetzt. Die haben wir noch gar nicht im Online-Shop. So, genau. Zora, Luna und Bella, die ist modifiziert. Ich weiß nicht, wem die Hunde gehören, aber... Das sind meine Hunde. Ja. So, hast du mir mitgebracht, das ist ein Testmuster. Du hältst es mal zu. Was passiert schon mal, liebe Franzi? Solche Hunde sind manchmal eigenwillig. Ja, habe ich schon öfter mitgekriegt. Meine ist schon ein paar Mal abgehauen, ja. So, dann fängst du an zu brüllen, hilft nichts. Nee, hilft dann nichts mehr, nee. Wie ist sie denn wiedergekommen? Nach langem Warten. Also bisher habe ich die Hundemarke noch nicht benutzt, also gebraucht. Ja. Aber sie kam immer so nach einer halben Stunde dann nochmal zurück. War das ein Feeling? Kein gutes. Wenn man halt so gar nicht weiß, wo sie sich rumtreibt, was passiert ist in der Zeit, wenn sie dann wieder auftaucht, ist natürlich toll. Und da freut man sich. Aber ja, wenn man weiß, sie ist mal wenigstens so ein bisschen abgesichert mit einer Hundemarke, wo alle Infos draufstehen. Und das ist auch ein Tracker, ne? Hast ja, öfter, manchmal, ja. Genau. Sag mal, wenn das jetzt jemand sehen würde hier, wir sind ja im Wohnmobilkanal oder unter anderem so im Freizeit-E-Bike-Wohnmobil und so weiter und so, wir sind ja nicht der Hochzeitsfotografenkanal, aber jetzt würde dich einer anschreiben, würde sagen, du, ich weiß, was es kostet 2.000-3.000 Euro, kostet so eine Dings, ich lade dich mal ein, fotografiere uns doch mit unseren Hunden ein ganzes Wochenende, ich habe auch 2.000-3.000 Euro. Wäre das, würdest du Nein sagen? Nee, da würde ich ganz bestimmt nicht Nein sagen. Nein. Du würdest das machen? Ja. Du hast selber Hunde, du hast ganz viele Hundefotos gemacht und du könntest eine Art Familienporträt machen, praktisch Herrchen, Frauchen und Hundchen. Ganz bestimmt, ja. Also ich habe damit angefangen. Also angefangen habe ich damit mit der Fotografie, weil ich meine eigene Hündin andauernd fotografierte. Andauernd fotografiert. Und das sind ja wirklich, jetzt ist ja so, das ist ja schon viel Geld, so 2.000-3.000 Euro. Das gibt man eher so aus für eine Hochzeit, glaube ich. Da ist das mit eingeplant. Shooting jetzt für 1-2 Stunden kostet gar keine 2.000-3.000 Euro. Sondern was kostet? 300. 300. Er ist aber schon hart an der Grenze, oder? 300. Du musst ja noch hinfahren, Anfahrt extra? Nee, Anfahrt extra. Egal wo in Deutschland? Nee, natürlich, wenn jetzt eine weite Anfahrt ist. Ich habe bisher nur im Saarland fotografiert, da berechne ich jetzt keine Anfahrt. Aber wenn ich jetzt bis nach Berlin fahren müsste. Ich hatte zum Beispiel Regensburg im Angebot, Fehmarn und... Wir sind ja auch nur miteinander befreundet, weil sie so gute Bilder macht. Muss man sagen. Ohne Witz, weil so habe ich sie kennengelernt. So, also,
Wir wollen ja gleich das Wohnmobil zeigen. Das ist übrigens, genau, halt mal ein bisschen mehr zu. Das ist übrigens die Telefonnummer von meiner Frau. Genau. So, und das ist, wenn die verloren gehen, steht die Telefonnummer drauf und die klappern nicht. Das ist die Besonderheit. Da kann aber auch viel coolere Sachen draufstehen, wie zum Beispiel die Tassennummer von dem Hund, die Adresse. Muss man den Mann des Bundes nennen, dann muss man die Adresse draufschreiben. Die Steuernummer kann man draufschreiben, ist zwar nicht legal, aber... Okay. Weil man kann ja auch das Steuerding dann in die Brieftasche... Genau, in den Geldbeutel und da, ich denke mal, da ist man wahrscheinlich schon auf der sicheren Seite. So, das Problem ist, die klappern nämlich. Alle Marken klappern und zwar irre. Das ist wirklich so. Franzi, hast du die selber im Einsatz, diese Marke? Diese Marke, ja, vielfach. An jedem Halsband, glaube ich, ungefähr, weil ich daheim habe für Bailey. Oh. Was viele sind, habe ich eine. So, das heißt, der Hund läuft weg, jemand findet den. Wenn er lieb ist, gibt er ihn noch ab. Das machen die meisten auch, oder? Gibt es ein Feedback eigentlich, dass Leute die gefunden haben? Also, dass die Glück hatten mit der Hundemarke, die Hunde kamen zurück? Ich kenne noch keinen, der mir so eine Story erzählt hat. Ich habe mal meine Hundemarke verloren im Wald und mich hat jemand angerufen. Da haben mir die Hundemarke zurückgebracht. Süß, ja. Ja, komm mal nach links bitte und dann guckt man das Ganze mal. Also, ihr seid heute meine Testsymbole. Kommt mal nach links bitte zu mir. Nach ganz links, beide. Genau. Nee, hier, hinter mir. Genau, wir wollen jetzt mal das Objekt mal vorstellen. Das ist ein Hümer. Und was ist das für ein Fahrzeug? Ist das ein Müllwagen? Ein Wohnmobil. Ein Wohnmobil. So, und das Coole ist, was kann man machen mit so einem Wohnmobil? Wir haben ja eben schon festgestellt, du bist zum Beispiel Fotografin. Ja, also drin. Ach so. Also verreisen. Ah ja, verreisen, arbeiten, alles, was man daheim auch kann wahrscheinlich. Wie er mich anguckt, wenn ich Antworten anfange zu sagen. Ist schlimm, ja, Jan. Also es ist aber so, sie will immer alles vorsagen, denn Jan, du hast mittlerweile hunderte von Videos schon gemacht. Ich finde, wenn man es alleine macht, dann habe ich das gleiche Problem, dass mir die Antworten nicht einfallen. Aber wenn der Druck weg ist, weil ihr die Frage gestellt wird, dann ist es einfacher. Ist einfacher. Komm, wir zeigen es mal. Was ist denn hauptsächlich anders von dem hier gegenüber dem hier? Also wenn wir jetzt nur mal so das Äußere mal angucken. Die Farbe? Die Farbe, ist Silber. Das ist eine Besonderheit. Guck mal, Hümer baut seit langem schon silberne Fahrzeuge. Ist edel, hat noch einen anderen Vorteil. Es ist etwas unempfindlicher als das Weiße. Ja. Du kennst das. Also es wirkt schon sehr edel. Wär das jetzt ein Auto, wo du sagen würdest, Stände vor der Tür, kannst du nutzen mal für 8 Wochen, würdest du Nein sagen? Nee, würde ich nicht Nein sagen. So, und wird in Deutschland gebaut, ist ein Mercedes drunter. Das gleiche Auto wie hier übrigens, ist auch ein Mercedes drunter. So, was machen die? Die kriegen diese Autos eigentlich komplett nackt. Da ist nichts drumherum und bauen anschließend das Wohnmobil da drauf. Mhm. So, und das ist natürlich ein Riesending. Und das Ganze kostet auch ein bisschen Geld. Hier ist alles drin, was du in einem Haus hast, zum Beispiel. Küche, Bad, Schlafzimmer, Wohnzimmer. So, ist kalt. Was ist drin? Heizung. Ist warm. Klimaanlage. Klimaanlage. So, dann duschen willst du, ja. Was ist noch mit eingebaut? Warm Wasser. Warm Wasser, ein Wassertank. So, du musst mal aufs Klo gehen. Ja, eine Toilette. Toilette ist mit drin. Also alles. Alles ist mit eingebaut. Und jetzt kommt was Besonderes. Erste Frage, die ich dir stelle, ist, was ist dieser Schlauch hier? Fürs Gas? Oder der linke? Oder wie? Nee, dieser graue Schlauch, ja, dieser geriffelte. Überleg mal, was könnte es sein? So ein Schlauch, guck mal, du kennst das ja so ähnlich. Gibt es das auch bei dir zu Hause? Ja, sieht ein Staubsauger sieht so aus, aber das wird wohl was für... Nix, Jan. Nicht vorsagen. Oder weißt es? Ich hätte es eher gesagt für das Grauwasser eventuell. Ja, das ist ein Grauwasserablassschlauch. Das heißt, ist es so... Das Schwarzwasser willst du dann nicht nochmal da reinstecken? Das Schwarzwasser gibt es auch. Es gibt auch Schwarzwasserablassschlauch. Aber ich gehe mal davon aus, dass er hier eine Kassettentoilette hat. Die gibt es, glaube ich, auch mit Festhangtoilette. Aber das ist diese Kassettentoilette. Hast du ja schon gelernt. Die ist hier drüben drin. Sollen wir mal gucken? Das ist so eine ähnliche Kassette. Und die kann man hier rausziehen. Die hat uns auch Rollen dran. Das heißt, du musst sie nicht tragen. Und da gibt es auch Anleitungsvideos, wie man die entleeren soll. Die hat nämlich eine Entlüftungstaste. Wenn du die nicht drückst oder zu früh drückst, was passiert mit deinen schönen Schuhen? Ja, also, keine Ahnung. Jauche.de. Jauche.de? Deine eigene Jauche hast du dann auf deinen Füßen. Machst du auch einmal oder zweimal. Also es passiert nicht so selten. So, jetzt haben wir ja gelernt mit den Gasflaschen. Was haben wir eben gelernt? Was ist wichtig bei Gasflaschen? Du hast alles gelernt eben, hast du gesagt. Ja, ich habe gesagt, ich habe viel gelernt. Aber was ist die Gasflaschen wiegen ja ein bisschen was. Ja, okay, da hat man die, also keine Kante, wo man sie drüber heben. Ja, Kante, aber was ist hier bei dem noch besser als bei dem anderen? Also bei dem anderen war es ja schon ganz gut. Die sind tiefer, guck mal. Aber ich finde das nicht besser. Das ist besser, du musst sie nicht so hochheben. Ja. Ah.
Aber ich finde den Winkel doof. Also ich mache lieber so und mache dann... Sag mal, wie machst du? Da rein. Aber ich kann dir sagen, in der Praxis... Kleiner. Viel ja, in der Praxis, was wiegt denn so eine Gasflasche, so eine große 11 Kilo? Wiegt die 11 Kilo? Was wiegt eine 11 Kilo Gasflasche? Das ist eine Fangfrage. So, sollen wir mal gucken nebenan. Komm, wir gucken mal. Also eine 11 Kilo Gasflasche wiegt nicht 11 Kilo. Ja, das habe ich mir schon gedacht, aber die Gasflaschen sind ja ziemlich schwer an sich. An sich. Das heißt, es gibt einen Tara, das können wir uns mal angucken. Wir wollen ja der Franzi ein bisschen was zeigen. Guck mal, da steht Tara drauf, siehst du das? Ah, 12,5. So, was heißt Tara? Keine Ahnung. Was könnte Tara heißen? Also wenn ungefüllt, du, oder? Ungefüllt, genau. 10,2 Kilo. Du kennst das ja, wenn du zum Beispiel irgendwas abwiegst auf einer... So, stimmt. Ja, klar. So, dann machst du dein Schälchen drauf, stellst es auf 0. Und die 11 Kilo, was könnte das sein? Das ist eine 11 Kilo Gasflasche. Tara wiegt 10,2 Kilo. Wird die Flasche leichter, wenn das Gas drin ist? Nein, ich glaube, ich bin jetzt auch verunsichert, muss ich sagen. Aber ich glaube, da gehen 11 Kilo Gas rein. Und dann noch die 10 Kilo dazu. Die kommen dazu. Und was sind denn zusammen? Kann Gas bitte schön 11 Kilo wiegen? Das ist flüssig. Ah, okay. Das macht schon Sinn, ne, dann? Du, ich muss sagen, du hast kein Abitur. Ja, Fachabitur. Fachabitur. War die Zweitbeste. Warst du Schulzweitbeste? Hast du danach eine Ausbildung gemacht als Mediengestalterin Bild und Ton? Davor. Ja. Okay. Und du, was hast du gelernt? Ach stimmt, du hast studiert, ja. Das lassen wir mal weg. So, sehr schön. So, und jetzt hast du hier eine, also wir addieren mal 10,2 und 11 macht? 21,2. Ist das leicht oder schwer, was denkst du? Das ist schwer. Das ist schwer. Und jetzt musst du die von hier aus dem Rücken raus hochheben, so hoch. Ja, du hebst nicht aus dem Rücken, du hebst aus den Beinen. Ja, aber wenn da zu tief ist, komm, wir gucken mal daneben an, dass wir das mal sehen. So, das ist aber ganz wesentlich. Gucken wir uns mal an. Kleiner Einführungslehrgang. Das haben die hier ein bisschen anders gelöst. Und zwar gibt es hier zwei Sachen, die zu beachten sind. Einmal ist das sehr tief, also schon deutlich tiefer, John. Ja. Hat schon einen Vorteil, denkst du? Ja, aber die Gasflaschen sind ja auch viel leichter. Sind viel leichter, so. Und jetzt... Hä? Ja, ich dachte, weil es kleiner ist. Nein, das sind keine kleinen, das sind auch 11 Kilo. Was? Ja, das sind genau dieselben. Das sieht nur so aus. Also es sind 11 Kilo drin. Okay, dann wusste ich nicht. So, und dann hast du auch dieses Element ist übrigens nicht eingebaut, der automatische Umschalter. Okay. Ja. Gibt es einen automatischen Umschalter. So, jetzt hast du aber noch ein... Sehr schwer vor. So, und jetzt hast du auch unten keine Kante. Siehst du? Ja. Also kannst du sie wirklich... Was ist der Trick, die da reinzubekommen? Weil ich finde das irgendwie komisch, dass man das dann so... Ja, also üblicherweise mache ich immer Folgendes. Ich trage die und wenn ich jetzt echt im Rücken habe, ja, dann rufe ich mir jemanden, der es macht. Ah, ja, gut. Okay. So. Ein guter Trick. So, das hier oben mit dem Alu haben wir schon gelernt. Das ist auch teilweise Optik, muss man sagen. Aber es ist nochmal ein Schutz, dass hier nichts passieren kann. Auch hier, was haben wir hier für ein Konzept? Doppelboden. Doppelboden, ja. Wozu ist es gut? Was hat das für Vorteile? Also wir wollen dem bösen Spiel ein Ende machen. Ja. Die meisten Wohnwagen und Wohnmobile haben keinen Doppelboden. Okay. So, und die haben zum Beispiel den Abwassertank unterm Auto. Okay. Was hat das für einen Nachteil? Na, dass man zu gut rankommt, dass man sich unter das Auto... Nee. Bodenfrei. Nee, Bodenfreiheit, ja. Aber was? Winter? Ah. Okay. Das friert ein. Ja, okay. So, hier ist die ganze Technik und alles ist im Doppelboden drin. Mhm. Siehst du auch hier die Tanks, die kann man sogar sehen. Siehst du die hier teilweise? Ich hoffe, man kann die sehen. Also hier hast du zum Beispiel eine Durchladstufe, siehst du? Kannst du komplett benutzen. Mhm. Und das Ganze hat einen Doppelboden mit drin. Also ist schon ziemlich cool. Also hat schon riesen Vorteile. Also du bist trotzdem auch nicht so hoch hier bei dem Auto. Und wir können ja mal nach hinten reinschauen. Franzi, magst du mal in die Garage gehen, dass wir die mal ausprobieren? Nein, geht's nicht. Ja, das sollte gehen. Ja, das geht. Die ist groß. Ja. Ist das immer noch Aluminium hier außen? Das soll jetzt GFK oder nicht? Nee, das ist Aluminium. Ja? Das kannst du erkennen, wenn du... Ja, wenn du jetzt hier mal so reinguckst und die Reflexion siehst du, die ist sehr, sehr glatt, die Oberfläche. Das hast du beim GFK nicht. Willst du mal draufhauen? Bei dem sah das aber nicht so aus. Doch, genauso. Ist der... Hallo. Hallo. So, hier können wir fast drin schlafen, oder? Ja, also Platz genug wäre wahrscheinlich, ja. So, die hat eine Belastbarkeit, die Garage. Kannst du mir die mal sagen? Jan, nicht vorsagen. Also man kann hier Sachen reinmachen. Wahrscheinlich. Oder? Such mal bitte, Franzi. Da steht... 350 Kilo. Wie viel Kilo? 350. Was können wir reinmachen, was 350 Kilo wiegt hier drin? Ein Motorrad. Ja,
kannst du mitnehmen. Also kannst du hier reinmachen. Trotzdem auf Achslasten achten, das ist ganz, ganz wichtig. Was haben wir denn gelernt bei den Achslasten? Kommen wir mit raus, dann können wir mal gucken. Also das hier ist jetzt ein Auto, wenn du mal anfängst zu zählen, Franzi. Was haben wir denn, Anzahl der Achsen? Ja, ich weiß nicht, das ist eine Doppelachse? Achsen, also wenn du jetzt zum Beispiel jetzt ein Matchbox-Auto hast, wie viele Achsen haben die meisten? Zwei Achsen, richtig. Und der hier? Drei Achsen, so. Wir gucken jetzt mal auf die Zuladung. So, jetzt gucken wir uns das mal an, komm mal mit. Hier vorne hast du eine Zuladung, guck mal hier, die Zuladung. Steht da? Guck mal hier rechts, siehst du es? 1170. So, und das Gesamtgewicht? 5.500. Genau, 5.500, habe ich ja eben gesagt. Also mit drei Achsen darf der 5,5. Und der hier, also bis zu 4,7, glaube ich. Und wir gucken mal gerade drauf. Was dein Gesamtgewicht? Ja. 4.500 Kilo. Aber guck mal, die Zuladung. Nur 668. So, was machst du denn jetzt, wenn du deine Harley hin reinfährst, wenn du die reinbekämst? Mit deinen 668 Kilo. Ja, das ist wahrscheinlich nicht mehr viel. Da kannst du einen Föhn schon nicht mehr mitnehmen, weil da musst du noch Wasser rein und dein Hund noch rein und dann Futter für drei Wochen. So, darf der auch was ziehen, oder? Der darf was, dürfte einen Anhänger ziehen, aber dann ist natürlich das Manövrieren, kann man machen, einen Anhänger würde ich aber vermeiden. Also hier ist es so, alles was du hinten reinlädst, geht hin und entlastet. Ein E-Bike geht aber. E-Bike geht. Also es gibt eine Besonderheit. Mach mal hier auf bitte, Franzi, wir können ja mal gucken. Wir zeigen mal was. Üblicherweise haben die in der Tür, also wenn ich hier dann auf der anderen Seite, komm mal mit, haben die eine sogenannte zulässige Achslast eingetragen. Da kannst du gucken, wie hoch darf die Vorder- und die Hinterachse beladen werden. Und das steht hier, guck mal hier unten, siehst du es? Ah, okay, ja. So, und wenn du da mal drauf guckst, da steht einmal das Gesamtgewicht, siehst du es? Ja. Wie viel? 500. 4.500 und dann steht 1. So, das ist die erste Achse. Okay. Was steht da? 2.100. So, 2.100. Und die hintere? 2.500. 2.500. So, was passiert, wenn du hinten was reinmachst? Naja, geht vorne hoch. Geht vorne hoch. Das heißt, die Achse vorne wird entlastet. Also musst du halt gucken, dass du einigermaßen gleichmäßig lässt. Jetzt hast du hier das Glück, bei dem Auto hier ist die Achslast von vorne und hinten nahezu gleich. Das ist jetzt kein Problem, ja. Aber jetzt hast du andere Autos, wie diese großen weißen, die Schulbusse, die wir eben gesehen haben. Die haben hinten 5 Tonnen. Und vorne nur 1,8 oder so. Okay. So, und das heißt, du musst aufpassen, dass du möglichst viel nach hinten lädst, weil das ist wie so ein Hebel, siehst du hier. Alles, was du hinten reinlädst, entlastet die Vorderachse. Da muss man alles drauf achten. Ja, glaube ich. So, komm, wir gehen mal weiter nach hinten. Die Jan weiß das natürlich alles. So, wir gucken mal. Also, Fahrzeug kostet 203.370 Euro. Nicht ganz deine Preisklasse im Moment, hast du gesagt. Ja, aber in ein, zwei Jahren vielleicht. Aber für 173.000 ist so okay, oder? Ist jetzt besser, oder? Ja, klingt besser auf jeden Fall. So, komm mal mit. So, also. Hat ein Navi mit drin, das ist alles mit drin. Die Garage haben wir schon geguckt. Das hier ist der Frischwassereinfüllstutzen. Okay. Wozu ist der gut? Wahrscheinlich, um Frischwasser einzufüllen. Ich liebe deutsche Sprache, ja. Ein Wort, Frischwassereinfüllstutzen. Da verzweifeln alle, die von irgendeinem anderen Land kommen, außer Norwegen, glaube ich. Ja, die, mach mal auf und dann können wir gucken. So, jetzt willst du das auch vergiften, das Wasser. Geht das so einfach? Nee, ist abgeschlossen. Abgeschlossen. So, also das ist mit dran, gibt es einen Schlüssel. Und jetzt gibt es eine Besonderheit. Das hier ist eine ganz besondere Ausführung. Normalerweise, wenn du fährst, entsteht so eine Art Auftriebseffekt mit dem Deckel. Das ist ganz witzig. Die fangen an zu flattern im Wind, weil sobald die in Fahrtwind kommen, du fährst 100 km/h, der flattert. Was kann mit dem passieren? Du kannst ruhig runter machen, passiert nichts. So, mach mal zu. Und jetzt bleibt der zu. Und wenn du mal aufmachst, dann merkst du... Ein Widerstand. Warum? Weißt du? Magnet vielleicht? Magnet drin, genau. Und die meisten oder viele haben die Magnete nicht mit drin. Und alle, die sich wundern, funktioniert nicht, können so ein Magnet nachrüsten. Denn ganz, ganz viele werden jetzt sagen, ach, das Ding, das flattert bei mir immer im Wind. War ja bei uns auch, glaube ich, schon mal. Und dann, weiß ich gar nicht. Also die Neueren haben das alle. Das sind alles so Kleinigkeiten. So, jetzt gucken wir mal hier das Loch hier, Franzi. Was steht denn da drauf? Guck mal, auf dem Loch da, auf diesem Kamin da. Das habe ich schon verraten. Alde, so. Du kannst dich noch daran erinnern, an das letzte Video? Ich kann mich daran erinnern, aber an Alde
So, und ich habe eben gesagt, dass das Keyword, was habe ich gesagt, was das ist? Das ist ein... Jan! Gut, dann darfst du sagen. Was soll ich jetzt sagen? Was es ist. Was hast du gesagt? Der Kamin. Der Kamin. Genau, das ist der Abluftkamin. Und das Besondere an dem Kamin ist, der hat Zuluft und Abluft in einem einzigen Stopfen. Okay. So, außenrum, guck mal. Außenrum ist die Zuluft, siehst du das? Mhm. Und innen, in der Mitte, ist die Abluft. So, und was passiert, wenn die Abluft im Winter da rausgeht? Das fängt an zu kondensieren, es tropft runter und so weiter. Und deswegen gibt es hier uns noch so ein kleines Teil, das kannst du drunter machen, damit das ganze Wohnmobil nicht versaut wird. Also das, so geile Eiszapfen. Ja, Eiszapfen kommen da teilweise dran, das haben wir gefilmt, gell? Du hast sie sogar weggetreten, du wolltest du bei einem anderen wegtreten. Was ich tun? So, und was habe ich zu dir gesagt, mach's nicht. Ja. Warum das Wohnmobil geht kaputt? Ja, könnte passieren wahrscheinlich. So, also, das ist alles so Kleinigkeiten, die man beachten muss. Jetzt guck mal hier, Franzi, was fällt dir bei der Tür auf, was das Schloss angeht? Jetzt habe ich es dir sehr einfach gemacht. Zwei Schlösser. Warum? Mehr Sicherheit. Sicherheit, genau. Mach mal auf, kann man ab Werk bestellen. Und jetzt hast du hier einmal das ganz normale Campingschloss. Und da guck mal hier, das sieht denn so aus. Sieht das stabil aus? Nee. Das ist schon... Da sieht aber deutlich besser aus. So, da ist so ein Riegel, wenn du den mal rausfährst, fahr den mal raus. Und da, das sagt doch schon hier, das oder? Das macht mehr Eindruck als unten, ja. Macht mehr Eindruck. Jetzt musst du nur aufpassen beim Zumachen, bitte. Danke. So, siehst du, also das ist schon am Werk eingebaut. Man kann übrigens fast alle Türen damit nachrüsten. Also ist ganz sinnvoll. Jetzt steig mal ein, bitte. Und beschreibe doch mal, wie sich der Thron anfühlt. Thron? Der Thron, du bist jetzt hoch. Ja, also ein bisschen einschüchternd. Wie einschüchternd? Wenn man noch nie in so einem Wohnmobil gesessen hat, ist hier schon sehr, geht sehr weit nach vorne. Ja, wir können ja mal, weißt du, was wir machen? Es ist dann ja auch quasi schon fast vorbei. Das ist ja das ganz Coole an denen, weil es geht ja einfach runter. Wir könnten ja mal auf ein abgeschlossenes Privatgelände mit der Franzi. Ich würde gerne mal einen fahren. Willst du mal den fahren bei uns zu Hause? Ja. Können wir machen, dann müssen wir aber auf ein abgeschlossenes Privatgelände müssen wir fahren. Ja. Nee, größer. Der ist größer. Ja, der ist fast 3,70 Meter hoch. Ja, der, ja, stimmt, du hast eben gesagt, das ist sehr hoch, ne? Der ist sehr hoch. Kurz und hoch. So, beschreib mal, was hast du denn da alles hier für Sachen? Was fährst du für ein Auto im Moment? Ein Mini. Also im Moment ein Tiguan, weil in mein Auto nicht alle Jans Gepäck gepasst hat. Mhm. Also bin heute mit dem Tiguan da, aber eigentlich ein Mini. Aber jetzt mal ganz ehrlich, das sieht doch aus wie ein Tiguan hier. Das heißt, das Lenkrad hat viele Knöpfe. Ja, also wahrscheinlich. Also würdest du sagen, das ist jetzt ein großer LKW oder ist das... Nee, also hier so, wenn ich mir jetzt nur hier das Cockpit, also nur hier den Teil angucke, sieht aus wie ein normaler PKW. Normaler PKW. Das ist auch der Grund, warum die Leute die kleineren Autos kaufen. Das fühlt sich mehr an wie so ein... Dann kommt noch eins mit hinzu. Die Automatik, die ist so leise, dass sich das Ding fährt wie ein PKW. Also es ist wirklich, du hörst es kaum. Und Jan, du bist mein Zeuge, wir sind in Autos gefahren, da mussten wir einen Gehörschutz anziehen. Also ich glaube, es wäre super gewesen, wenn wir so einen Piloten... Genau, wie nennt man das nochmal? Eine Gegensprechanlage hätten, genau. Wie im Hubschrauber, ja. So, das ist aber so leise und da muss man aufpassen. Es fährt sich nach einer Zeit, merkst du nicht mehr, dass du dass das Ding so lang ist. Und deswegen hast du eine Rückfahrkamera, das ist nämlich praktisch, die ist wo? Also das entsprechende Display dafür? Da? Ist hier mit eingebaut, ja genau. Das gibt es auch extra manchmal, also das, okay, wenn die Leute kommen. So, jetzt sag mir doch mal, wo ist das Original Mercedes-Benz-Fahrzeug und wo hört das vorne im Cockpit auf? Nicht verraten, John. Ich sag nichts. Keine Ahnung. Hier? Ja, guck mal, was, wenn du mal genau hinguckst. Hier. Da, genau. Ja, okay. Also das wäre die Breite von einem Original-Sprinter. Du kennst ja diese Kastenwagen für Umzüge und so. Ja. Und der Hersteller hat das hier erweitert. Siehst du das links? Mhm. Ja. So, und hat so ein Formteil gemacht, hat das angepasst. Und jetzt siehst du hier zum Beispiel dieses Auto hier, wenn du dich mal so umguckst, die Fensterscheiben, sind die groß, klein? Groß. Ist das schön beim Fahren? Panorama? Wahrscheinlich schon, ja. Wahrscheinlich schon. Jetzt komm mal mit. Komm mal mit, Franzi. Und jetzt zeigen wir dir mal, wie die meisten Autos sind. Jan, komm mal mit. Und dann zeigen wir mal. So, das hier ist so ein typischer Kastenwagen. Sollen wir uns den mal angucken? Also, dass wir den mal sehen. Da vorne stehen nämlich so ein paar. Und da ist eigentlich gleich derselbe Mercedes drin. Aber vorne ist da so ein Blechhaut drumherum, eine ganz normale Blechhaut. So, können Sie ja mal angucken. Wir gehen mal gerade da vorne hin. Und da kannst du mir das Raumgefühl ja gleich mal sagen, wie das bei dem ist.
Denn hier so ein Van, kann ich mir vorstellen, das wäre da auch was für dich, oder? Hier so ein. Ja, wahrscheinlich würde ich mich auf jeden Fall eher trauen, den zu fahren. Vielleicht für den Anfang wäre das so zum Einstieg vielleicht. Zum Einstieg. Lass mal gucken, was wir hier einen haben, der vielleicht auf ist. Ist der hier auf? Guck mal gerade, ob der auf ist. Wenn nicht. Nee, haben wir Pech. Da komm mal mit. Wir finden noch einen. Nachdem ich so viele gesehen habe, würde ich wahrscheinlich keinen Van mehr haben wollen. Warum? Weil der Komfort einfach nicht da ist. Ah, dafür ist es wendiger im Alltag. Ja, aber ich will ja kein Alltagsauto, ich will Urlaub machen. So, jetzt hier vorne, wir können ja gleich mal einen Van filmen. Können wir mal zeigen. So 4x4. Machen wir auf, ist der auf? Der ist auf. Jetzt geh mal rein. Von der Breite her ist der sogar noch einen Ticken breiter wie der Sprinter. Setz dich mal rein auf den Fahrersitz. Der hier ist jetzt aber cooler, weil der ein extra Hochdach hat. Das ist halt schon nochmal ein ganz anderes Raumgefühl. So. Hier kann man allerdings gerade, also auf euch stehen. So, das Feeling hier? Ja, also mehr wie ein Auto auf jeden Fall erstmal. Aber man sieht halt auch weniger. Also jetzt so im Vergleich ist die Scheibe doch sehr. So beengt, ne? Ja, sehr guck mal klein. Über dich. Das ist einfach. Ja, gut, ich meine, da ist halt wie normal. So, den ist er gewohnt. Den Preis hast du eben noch im Kopf gehabt von dem anderen? Ja. 200 irgendwas? 173.000 irgendwas. 173.000, jetzt komm mal mit, jetzt gucken wir den mal uns mal an. Denn hier werden wir noch filmen. Also es ist enger, es ist eigentlich das gleiche Auto drin. Aber es hat einen Vorteil, das muss man ganz klar sagen, so ein Kastenwagen. Also der hier kostet 66.990. Ja, das ist schon eher bezahlbar. Kriegst drei Stück. So, das Blöde ist, kannst nur einen fahren. Das heißt, wenn du sagst, ich nehme zwei, habe ich doppelt so viel Platz, geht nicht. Ne, das wird schwierig, ja. So, jetzt guck mal gerade, was hat das einen Vorteil, wenn das hier so ein ganz normaler Kastenwagen ist? Also was hat das zum Beispiel, was könnte so sein im Alltag, wenn du auf der Autobahn unterwegs bist mit so einem Kastenwagen? Aus was besteht die Haut außen? Guck mal, wenn du mal so mit dem Dings dagegen klopfst, mit dem Finger hier. Ne, mal so klopfen. Was könnte das sein? Blech. Ja, Blech. So, und das andere, das war so ein Sandwich, da war GFK-Sandwich. Da muss man sagen, das ist kein Blech, sondern das ist so, also ich mach mal dem Spiel ein Ende, dem Bösen. Genau, komm mal mit. Dieses Fahrzeug hier ist natürlich Crash getestet. Das heißt, also kommt es zum Unfall, hat es Airbags mit drin, es hat unglaublich viel aktive Sicherheit. Das andere Fahrzeug könnte sein, wenn es da zum schweren Unfall kommt, dass es sich ein bisschen mehr zerlegt. Okay. Klingt jetzt nicht so vertraut. Ja, ist aber so. Ist das nicht? Okay, aber Airbags hat er ja wohl auch, oder? Einen. Ich glaube zwei. Also er hat alle Airbags, die serienmäßig im Cockpit drin sind, aber diese ja, an den Seiten gibt es ja auch noch falsche. Ne? Kann man ja mal gucken, ich glaube nicht. Die hat er nicht. Aber ich meine, man verlegt sich das Ding dann mal wirklich so richtig. Naja, wenn also es passiert, wenn du von der Fahrbahn abkommst und dann rein ein LKW hin drauf fährt, also ein LKW hin drauf haben wir schon gehabt, ja, dann zerlegen die sich ordentlich. Ja. Aber jetzt, ich meine, dann stirbst du ja wahrscheinlich nicht, nur das ganze Fahrzeug. Also es ist schon so, wenn du jetzt hier so einen Teilintegrierten hast, das hier ist ja so ein Teilintegrierter, da hast du vorne das Blech und hinten hast du ein relativ im Vergleich zum Blech nicht so stabilen Aufbau. Der ist jetzt auch noch mal ein Stückchen unstabiler wie das andere, das Silberne, was wir eben gezeigt haben. Liegt am Aufbau. So, und jetzt hast du das Problem, viele kommen auf die Idee und sagen, ach Can, ihr fahrt nach Hamburg, ich bin so müde und legst dich hinten aufs Bett. Und dann kommt der 40-Tonner. Ja. Okay, aber ich meine, der vorne am Steuer sterben. Nicht hinten. Bitte? Aber man darf ja auch während der Fahrt nicht hinten liegen. Naja, gut, dürfen und darf auch keine Pyrotechnik im Stadion zünden. Habe ich auch noch nie gemacht. Ja. Man darf nicht über 50 in der Stadt fahren. Man darf auch auf der Autobahn keine Spiegeleier braten. So, jetzt Ruhe, Can. Das verrat nicht so viel. Also, das ist so, es ist ein Hin und Wieder, muss man sagen. Jetzt muss man auch sagen, die ganz Großen, die dürfen ja, also diese über 3,5 Tonnen, die dürfen nur 100 fahren. Wie schnell dürfen denn diese hier fahren? Weiß ich nicht, ganz normal? Ganz normal, ja. Wie schnell fährt denn so ein Ding? Wie schnell so ein Ding fährt, weiß ich jetzt nicht. Also ich erkläre es dir mal. Du bist auf der Autobahn, da kommt polnisches Kennzeichen, Bus. Ein Transporter, der hat's eilig. Was macht der auf der Autobahn, wenn du überholen willst? Der blinkt von hinten dich an, der drückt dich weg. Die fahren bis zu 170. Okay. Ja. Und das ist natürlich so eine Geschichte. Der ist über 3,5 Tonnen, also der darf maximal 100 fahren. Und ist er über 7,5 Tonnen, dann darf er maximal 80 fahren. So, das ist also, und wenn die nicht so schnell fahren, dann passieren auch wirklich weniger Unfälle. Ja.
Das fällt man den LKW-Fahrern auf der Straße. Ja, dafür hat aber dieses Auto hier, das hat einen Notbremsassistent. Und wir können gleich mal gucken, der hält sogar die Spur automatisch und folgt dem Vordermann. Das ist also auch ein Vorteil, das ist damit eingebaut. Aber es ging ja um die Basics. Du musst ja im dritten Video, was wir gleich drehen, das Interview ja schon selber führen. Ja, das wird ein interessantes Video dann wahrscheinlich. Ich bin mal sehr gespannt. So, jetzt steig mal ein, Franzi. Jetzt machen wir mal ein bisschen Erkundung hier. Und jetzt zeig mal, ob das Ding ein Abstandstempomat hat und wie man den einstellt. Vielleicht kennst du es noch. Genau, das ist der Abstandstempomat. Das heißt, er hält per Radar den Vordermann. Und dann hat er noch einen Spurhalteassistent. Das heißt, er warnt dich und lenkt, glaube ich, sogar noch dagegen. Ja, ich glaube, kann man meistens einstellen, oder? Kann man einstellen. Das ist normal, beim Auto ist das ja normal. Also mehr oder weniger, ja. Aber hier bei dem Mercedes muss man es dazu bestellen. Das ist hier mit drin. Also das ist ganz gut. So, dann komm mal raus. Also das wäre der Ausgang. Wir haben ja eben schon gelernt. Was hat das einen Vorteil, wenn die Tür hier drin ist? Wenn der eine Tür hat, der vollintegrierte? Ja, auf wenn man nicht durch den ganzen Wohnbereich latschen muss. Genau, zum Beispiel, wenn man... Dreckige Schuhe hat? Genau, man ist an der Tankstelle. Nass. Ja, okay. Nass, dreckig und so weiter. Can, ist hier nass? Gut, sehr schön. So, eine Frisur. So, wir gehen mal rein und dann werden wir das Auto mal erkunden. Der hat natürlich Licht, du wirst auch ordentlich gesehen. Also das ist alles mit drin. Dann hat er hier so große Busspiegel, die sind ganz wichtig, dass du auch eine Übersicht hast, eine ordentliche. All das hast du schon gesehen. Und dann ist die Aufbautür und hier fällt dir auf, hier ist auch wieder dieses ominöse Schloss. Siehst du das hier, das Stuart-Schloss? Das ist stabilere oder beeindruckend. Ja. Nee, eindrucksvoller. Es ist wirklich erwiesen, dass viele Diebe, wenn diese Schlösser verwendet werden, nicht versuchen aufzubrechen, weil die wissen, du kommst nicht in 2 Minuten rein. Ja, das ist ja so eine Zeit, wo... So eine typische, schnell rein, schnell raus und das ist so da. Ja, geh mal rein. Und jetzt darf die Jamba ein paar Fragen stellen. Warte, ich gebe dir mal das Mikro. So, Franziska, jetzt sind wir in dem tollen Fahrzeug angekommen. Und, wie gefällt es dir denn? Sehr gut. Also so die Beige-Töne finde ich immer ganz schön. Finde ich ein bisschen schöner als das Grau, aber ist ja Geschmackssache. Jetzt hätte ich eine Frage. Ich bin jetzt so alt wie der da, ja? Gäbe es eine Möglichkeit, dass ich nicht ganz so hoch meinen Fuß machen muss? Vielleicht hier? Ja. Okay. Fahren wir nochmal ganz kurz aus, dann gehen wir rein. Aber die müssen wir jetzt gleich wieder einfahren, weil das sonst nicht aufhört. Der kann die Stufe schon so hochgehen. Super! Okay, wenn wir reinkommen, würden wir am liebsten, denke ich mal, unsere Schuhe erstmal ausziehen. Wo würden wir die denn am besten hinmachen? Findest du da irgendwas? Wenn du jetzt so da runter guckst, schätze ich mal vielleicht hier. Ja genau, die haben nämlich hier ein eingebautes kleines Schuhfach, wo du im Prinzip dann die... Ja. Denk mal, die du im Alltag wahrscheinlich am meisten gebrauchst, würde ich wahrscheinlich dann einmachen. So, ich habe keine Ahnung, was ich sagen soll. Das ist unangenehm. Das ist krass, wenn du vor der Tür, also wenn du selbst gefilmt wirst, oder? Ja. Das ist komisch. Du musst es stellen. Schrecklich. Aber es ist so, warte mal, ich setze mal gerade meinen Kopfhörer nochmal auf, dann kann ich dich mal interviewen. Das ist nämlich ganz witzig. Also gar nicht so einfach ist es, würde jetzt Yoda sagen. Gar nicht. So, Franzi, ich habe eine Frage an dich. Du hast ja eben ganz viele Reisemobile schon gesehen, genau eins. Und wenn du dir jetzt mal hier vorne das hier mal anguckst und dann du dich mal hinsetzt in den Beifahrersitz, was ist hier anders gegenüber dem, was wir eben gezeigt haben mit den drei Achsen? Und wir gehen mal gerade ein Stück zurück, fahren Sie. Komm mal mit mir zurück. Wohin wir zurück? Gucken, genau, nach da, Richtung Küche. Und jetzt guck mal hier in diesen Raum rein und sag mir... Das sieht offen. Ach so, es hat kein... kein Bett oben. Also dieses, wie heißen die? Nee, du hast eben was gesagt, das war schon richtig. Eigentlich wirkt offener. Wirkt offener. Ja. So, es hat einen Nachteil. Es hat kein Bett. Ja. So, was würdest du denn sagen, wenn du jetzt zwei hast, die haben sich lieb, die brauchen kein Hubbett, das Enkelchen kommt auch nicht mit, würdest du eher ein Bett, ein Hubbett kaufen oder nicht? Ja, wenn man keins braucht, wahrscheinlich nicht. Aber das Raumgefühl ist doch ganz anders, oder? Ja, auf jeden Fall. Aber ich kann mich jetzt auch nicht mehr so gut daran erinnern, wie es war, als es noch hochgefahren war eben. Aber es wirkt halt... Groß. Ja, aber das wirkt halt doch sehr hell und sehr offen hier alles mit den... Der Vorteil daran ist, dass du halt viel mehr Schränke hast. Ja. Das ist halt eins von den Sachen. Weil die sind riesengroß. Ja. Und dass du hier stehen kannst. Aber auch die Verarbeitung, guck mal hier oben mit der Aluleiste. Das hast du auch nicht überall. Guck mal, die ganzen Scharniere hängen auf dem Aluprofil. Ja. Also ist schon,
sehr stabil und für die Zukunft gebaut. Ja, du bist hier in der absoluten Luxusklasse des Hümer-Konzerns. Also es ist wirklich schon ganz großes Kino. Und Jan, setz dich mal bitte auf den Fahrersitz. Das können wir gerade mal zeigen. Also die Sitze kannst du drehen, das hast du schon gesehen. Mhm. Wenn ich noch wüsste, wo. Da müsst du so ein, guck mal unten, rechts von dir. Da ist so ein Hebel, genau, zieh den mal zur Seite, nee, tiefer. Ah, der? Den, genau. Ah, ja. Wenn du jetzt zur Seite ziehst, dann kannst du den drehen. So vom Raumgefühl ist es ganz okay. Und jetzt, mal so weitergehen, weil das Lenkrad ist im Weg. So, jetzt hast du eine kleine eingebaute Switch, Jan, wenn du die mal gerade suchst, bitte, im Cockpit. Okay. Ah, das hier meinst du? Mhm. Und jetzt, der Franzi da mal hinhältst. Kann ich die abmachen? Ja, einfach feste ziehen. Feste, nein, einfach feste ziehen. Die Hände links und rechts ans Display und feste ziehen. Okay. Links und rechts. Aber die Finger einfach so in die Hand nehmen, ziehen, zieh. Bist du hier sicher? Nee, geht nicht. Ist schon sehr fest. Mhm. Mhm. Das Ding ist, keine Ahnung. Jetzt zieh's raus, John. Mein Gott, hast du kein Nutella-Brot. Ganze Ding wackelt. Ja. So, soll ich mal gucken? Ist nämlich ganz neu. Keine Ahnung. So, warte mal. Wir gucken mal, wie es da rausgeht. Da oben? Nee. Cool. Ist fest drin. Ich probier's doch mal. Ich hol mir die Kamera. So, Franzi, wenn du mal gerade guckst, mal kannst du von hier aus sehen. Was sind da alles, was sind da so drauf? Also, so Einstellungen. Mhm. Tag und Nacht sehe ich. Also ja, Einstellung wegen diesen Zahnrädern halt. Das sind Einstellungen, ja. Was ist da oben, ganz oben? Ganz oben, das weiß ich nicht. Ja, ja. Man kann, also die Reihe oben, weiß ich nicht. Ich glaube, man kann das Fahrrad auf- und ablassen. Genau. Ah, das, ja, okay. Das sieht so aus. Ja, ja, genau. So, jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, was das sein könnte. Das könnte entweder... Das ist ein Hubstützensystem. Könnte eine Hubstützanlage sein. Was könnte es noch sein? Keine Ahnung. Es könnte die Luftfederung sein. Also man sieht ja auch hier, dass man auch einstellen kann, dass es auf der einen Seite höher ist als auf der anderen, um das Fahrzeug zu nivellieren. Mhm, kannst du nivellieren. Also es könnte eine Hubstützanlage sein, es könnte aber auch eine Luftfederung sein. Das heißt, du hast Luftbalken und kannst die auf- und ablassen. Und mit der Luftfederung kannst du zum Beispiel, wenn das Fahrzeug beladen wird, das kennst du ja manchmal, dass die Autos hinten runtergehen, das kannst du damit ausgleichen. Und dadurch ist die Fahrstabilität besser. Wir lassen das mal offen. Aber es sieht so aus, als ob es eine Luftfederung ist. Warum? Du kannst hier verschiedene Fahrmodi anlehnen. Du kannst sogar eine Messeinrichtung aktivieren. Guck mal hinten drauf, wenn du mal gerade hinten auf die rechts unten drückst. Dann kann es sein, dass... Machen wir Start? Ja. Da ist eine Waage eingebaut. Und das ist ziemlich interessant. Der sagt dir vom Abfahren... Nee, der ist jetzt wahrscheinlich am Wiegen. Und wird dir... Ja, und sagt dir anschließend... Ja, oder? Ja, ich habe auch irgendwas gemerkt. Irgendwas wackelt. Irgendwas wackelt? Würde ich sagen. Ja. Es könnte vielleicht doch eine Hubstürzanlage. Franzi, magst du mal rauslaufen und gucken, ob da so Stempel rausfahren? Jetzt gerade. Unter dem Auto. Da steht Waage. Unter den Reifen, oder wie? Oh, es hat schon wieder gewackelt. Hast du gemerkt? Aha. Es ist eine Hubstürzanlage. So mit eingebauter Waage. Sie sieht aber nichts. Da müssten so... So Teller. So Metallstempel. Nee. Ha. Dann keine Ahnung, was es war. Okay. Sehen wir nichts. Spannend. Also ich habe es selbst noch nicht gesehen, aber Goldschmidt, das sieht aus wie eine Hubstürzanlage. Jetzt ist es grün. Hat aber gewogen. Ah, guck mal, krass. Guck mal hier, Franzi. Mhm. Der sagt hier pro Achse im Prinzip. Pro Achse. Und das ist doch mega. So, das ist übrigens bei ganz vielen LKWs sogar so geeicht, dass die Polizei, die das überprüft, das sogar anwählen kann und kann sagen, sie dürfen weiterfahren. Darf mal den Knopf hier drücken? Welchen Knopf? Den hoch. Das darfst du drücken, ja, mach mal. Sag mal so, ist ja jetzt dein Auto. Erhöhte Position. So, und jetzt wird er das... Der ist immerhin billiger, also du musst den für 200.000 kaufen. Also es könnte sein, weißt du, was sein könnte, Jan? Dass es eine Hubstürzanlage mit integrierter Luftfederung ist. Also das... Ah, jetzt merkt man was. Merkst du was? Oh, es geht hoch. Ja, ja. Du siehst nur wie das andere. Ja, ja. Ja. So, und jetzt kommt die Frage, die... Ja, unsichtbar ist, muss es ja so sein. Der Preis ist heiß oder die Wimtölke, der große Preisfrei. Das kennst du wirklich nicht mehr. Das war aus meiner Jugend in den 70ern. Da haben wir alle noch Fernsehen geguckt. Wozu ist das gut? Also, ich denke mal, diese Stütze... Also, ich weiß ja ganz gar nicht, was das ist, worum es geht. So, sollen wir mal gucken draußen. Komm, wir gucken mal draußen. Also, es könnte eine kombinierte Stützenanlage sein mit einer Federung. Und merkst du auf einmal... War das eben nicht einfacher rauszugehen?
Möglich. Es geht immer möglich. Noch hoch, ne? Also irgendwas passiert auf jeden Fall. Es pumpt auf, es kommt was raus. Mach mal bitte die Stütze raus schon, wegen meinem Gimbal sonst. So, also da fährt jetzt hier die Stütze raus. Ich geh mal raus und wir gucken mal. Da war auf jeden Fall jetzt ein Kompressor, der ging an. Hast du gemerkt? So. Jetzt gucken wir mal drunter, ob so Teller hier rauskommen irgendwo. Können wir mal schauen. Also auf jeden Fall. Also eins kann ich dir sagen, Franzi, komm mal her. Ich zeig dir das mal. Guck mal hier, siehst du da? Das ist der Stoßdämpfer. Ja. Und an dem Stoßdämpfer hinten ist eine kleine blaue Leitung dran. Das sieht aus, als wäre es die Luftleitung. Und da sind auch ganz viele Sensoren damit eingebaut. So, die Frage an die Jan: Hast du eine Luft? Hast du schon eine Hubstützanlage gesehen? Nee, ist keine da. So, keine da. Also ist das die Luftfederung? Und mit der Luftfederung kannst du das Auto nivellieren. Das heißt, wenn du schief stehst, kannst du es ausnivellieren. Ja, okay. Was ganz Neues, habe ich noch nie gesehen. Aber das mit der Waage ist doch schier, oder? Ja, das finde ich gut. Man weiß ja nie, wenn man losfährt, wie schwer ist das Ding jetzt. Und dann erzählst du der Polizei, ja, das wusste ich aber nicht. Naja, ja, gut. Aber das hilft ja eh nicht, oder? Ja. Das hilft eh nicht. Also, wiegen sie dich, ne? Also hier in Deutschland ist nicht so schlimm. Also da ist bis 10% zahlst du eine kleine Strafe. Aber es gibt Länder, Slowenien, da messen die während der Fahrt auf der Autobahn. Ah, okay, ja. Und machen ein Foto von dir. Ganz übel. So jetzt zum Beispiel 500 Kilo Zulauf oder 700 Kilo. Denkst du, das ist viel im Alltag? Wahrscheinlich nicht. Also weiß ich nicht. Man nimmt ja viel mit. So. Also ja auch mit Wasser und allem. Man selber. Also es geht sehr schnell, kann ich dir sagen. Also man hat das Ding. Was besonders schlimm ist, wenn du das Ding ja dauerhaft benutzt, du trägst immer was rein. Wie oft nimmst du denn was raus? Ja, wahrscheinlich selten. Im Müll vielleicht mal. Aber das Zeug, was du mal eingeladen hast, bleibt drin, oder? Ja, glaube ich. Also das ist vielleicht auch ganz wichtig. Also wir campen jetzt schon ein paar Jahre. Aber ein Teil, warte mal, der Fahrer und der Beifahrer ist mit eingetragen als Gewicht, ne? Oder nur der Fahrer? Der Fahrer, ich glaube, Frischwasser, glaube ich, 100 Liter. Ja, genau, das ist auch schon mit drin. Ja. Oder 20, je nachdem. Das ist nicht so schlimm, aber das muss man ja noch dazu sagen. Komm, wir gehen mal rein, Franzi. Fahr mal die Stufe nochmal aus. So, also Luftfederung ist wirklich was Feines. Der Fahrkomfort wird stark erhöht. Die Fahrstabilität ist eine andere. Und du kannst es noch nivellieren. Komm, wir lassen die Franzi mal rein. So, und dann setze ich mich jetzt mal auf den Beifahrersitz, filme euch beide mal. Franzi, wie groß bist du denn heute? 1,68 Meter. Mach mal die Tür bitte zu, Franzi. Ja. So, ein gutes Stückchen leiser. So, ich hab das Gefühl, ich guck mal gerade, das Auto läuft sogar, es ist an, aber es ist kaum zu hören, oder? Ein bisschen, aber. Wir haben noch eben standen, war vor dem LKW. War der zu hören? Der war zu hören. Und so ein LKW sind wir gefahren, so ungefähr. Also das ist der Unterschied von einem großen LKW. Wenn du den natürlich 8 Stunden am Tag fährst, es sind Kunstblumen, kann nicht viel passieren. Also wenn ihr euch mal beide in die Sitzgruppe reinhaut, dann können wir das mal sehen. Und so, jetzt kommt die Frage aller Fragen. Jetzt willst du denn doch mal Netflix gucken. Wo ist denn der Fernseher, Franzi? Ohne Jan. Weiß ich nicht. Mhm. Also es gibt einen, so viel kann ich hier sagen. Jan. Ah, okay. Ach, diese Pets, Jan. Ah, okay. Gut, also wir können ja mal gucken, ob es stimmt. Also ob die Auflösung richtig ist. Dass es so richtig schön ist, ja. ihm das immer zu versauen, wenn er dich bloßstellt. Nee, nein, ich will dich ja nicht bloßstellen. Ja, ich will nur den Lerneffekt. Das ist wie... So, wie kriegt man den dann hoch, Franzi? Vermutlich mit irgendeinem Knopf. So, wo könnte der denn sein? Da habe ich das erste Mal so lange gesucht nach dem Knopf. Ja. Der Knopf ist hier drin. Guck mal. Da ist der Schalter direkt. Da kommst du von allein nicht drauf. Das ist wirklich. Mach mal hoch. So, jetzt drückst du hoch. Oh, ist ja noch übler. Muss ich den gedrückt halten? Ich glaube ja. So, der Gehörschaden, der geht aufs Haus. Gewichtsschätzung. Ich kann mir vorstellen, so, warum ist der. Warum fängt der jetzt an? Warum? Oh. Ah, weil das Auto läuft. Der Motor läuft, genau. Dann fahren wir schnell runter, ich zeig's mal. Motor müssen wir wahrscheinlich anlassen, weil die Batterie nicht so ganz so stark war. Deswegen hat er ihn angelassen. Ist schön laut. Also das ist ein Warnton, wenn die Stufe draußen ist, der Fernseher drin ist. Es gibt so ein paar Sachen, die sind abgesichert. Aber was passiert schon mal gerne, wenn man losfährt, Jan, und man hat nicht alles überwacht? Die ganzen Türen fliegen auf und die Sachen fliegen raus. Also es gibt ja so eine... Durchs Fahrzeug, als ob du eine Stewardess wärst. Dann guckst du dir die ganzen Dinge an und vergisst dann die Hälfte. So, Franzi, du hast schon viel gelernt. Zeig uns doch mal bitte den Kühlschrank und die Vorteile dieses Kühlschranks.
wahrscheinlich, der auf beiden Seiten aufgeht. Das sehe ich schon mal. Immer hier in die Richtung. Immer da in die Richtung. Ist das derselbe Kühlschrank wie eben? Oder schau mal da. Genau. Es gibt zwei Versionen. Es gibt einen rein elektrischen Kühlschrank. Also der hat aber keinen Gasbackofen oben drüber. Und dann gibt es die Version mit Gas elektrisch. Und das hier ist so ein gaselektrischer. Das ist so, oben hast du noch ein Gefrierfach. Franzi, mach mal auf. Aber gaselektrisch ist auch super praktisch. Ja, es verbraucht viel weniger Energie, muss man sagen. Ja, aber ich meine, du kannst ihn ja mit Gas und mit Elektronik benutzen. Ja, also das ist, also eigentlich ist das der bessere. Aber jetzt gibt es viele Leute, die sagen, ich will gar kein Gas mehr im Wagen haben. Und die Heizung geht ja mit Gas. Was wäre denn eine Alternative, wenn man eine Heizung nicht mit Gas betreibt? Ja, wahrscheinlich auch elektrisch. Ja, jetzt habe ich keine Steckdosen. Solar? Nee, zu wenig. Also. Was gibt's denn? Gas? Was ist denn bei dir zu Hause? Was habt ihr für eine Heizung? Öl. Öl. Was ist denn hier in dem Auto mit? Was fährt denn das Auto? Benzin? Nee. Diesel. Mit Diesel. Was ist ein Diesel eigentlich? Heizöl. Ja, im weitesten Sinne, ja. Das heißt, es gibt auch gibt die Möglichkeit, dass du hier eine Zusatzheizung vorne einbauen kannst und die unterstützt dann nochmal die Gasheizung und das wäre dann das gleiche wie Strom, also eine Diesel-Standheizung. Es gibt auch Autos, die haben nur Diesel. Ja, genau. Das konntest du aber jetzt nicht wissen, also das war jetzt neu. Ja, die Lernkurve Auto 2 geht langsam, oder? Davon abgesehen, so langsam. Ich weiß nicht, ob wir es schon gesagt haben, das zweite in deinem Leben. Das ist halt, du warst noch nie, heute erste Mal eigentlich Weißware Wohnmobil, oder? Ja. So, warum nennt man das Weißware? Guck mal raus. Also das hier ist jetzt Unfall, das ist Silber. Ja, okay, ja. Weil die ganzen Wohnmobile weiß sind. Und der Name Weißware, jetzt muss ja außer Weißware noch was anderes geben. Ich habe nie gehört, muss ich sagen. Also nennt man Weißware, übrigens auch beim Mediamarkt, was ist Weißware? Würde ich gerade sagen, die Sanitärgeräte. Okay. Die entsprechende Waschmaschine, das Weißware. Aber hier nennt man das Weißware, das kommt eigentlich, haben das nicht die Camper erfunden, Weißware, sondern die Offroad-Camper. Die nennen nämlich Weißware ein bisschen despektierlich alles, was nicht Offroad fahren kann. Wie nennst du das denn? Joghurtbecher. Joghurtbecher habe ich aber auch nur annektiert von jemand anderem. Aha, den Begriff. Okay. Ja, käme ich nie selber drauf. Du fährst ja selber ein. Also Joghurtbecher, viele sagen auch Schrankwand. Schrankwand? Ja, es ist wirklich oder so. Oder Schulbus. Ja, es gibt ja auch Wohnmobile, die sehen ja wirklich aus wie ein Schrank. Zum Beispiel unser Alkoven. Ja. Aber der ist noch Eierschale. Nee, nicht mehr. Ist jetzt blau. Okay, hab ich noch nicht gesehen. Echt nicht? Nee. Ist komplett blau. Ist jetzt blau foliert, steht vor der Tür. Ist mega. Kam auch super an. Soll ich mal zeigen? Bitte halt mal. Ich will ihn in echt sehen. Gut, in echt. Ja. Sehr schön. Mach mal auf. Herd oder was auch? Herd, genau. So, was denkst du, was das für ein Herd ist? Gasherd. Mach mal an. Hier unten. Ach, sehr schön. So, was hat das für einen Vorteil, wenn das abgesetzt ist? Dass man sich nicht, also dass man nicht reinfassen muss. Eine Sache, ja. Was noch? Du hast schon mal mehr Platz. Also das ist eine Sache. Der weitere Vorteil ist, du kannst es viel leichter reinigen, weil diese ganzen Teile weg sind. Und der schönste Vorteil, das ist für dich als Frau vielleicht nicht so entscheidend, aber das sind die Haare an der Hand bei Männern. Also wenn du den nämlich zündest, passiert es nämlich bei manchen Gasherden, dann geht's. Okay, ja. Dann brennen die sich immer schön die Haare ab und das ist, also das ist der Herd. Was denkst du denn, aus welchem Material ist denn hier die Oberfläche? Wenn du mal so draufhaust, hier auch mal drauf klopfst, hier vorne den Deckel mal, nimm mal in die Hand und klopf mal drauf. Klopf mal richtig feste drauf. Wie fühlt sich das denn an? An wie so Stein, aber fühlt sich nicht so. Also du bist tatsächlich richtig. Das ist halt auf jeden Fall schwer. Also jetzt nicht so ein leichtes Kunststoff-Dings. Wie heißt das? Ich habe den Namen vergessen von dem unkaputtbaren. Das ist übrigens Glas, ja, wo die Junguard hier drauf gehauen hat. Ja. Ich bin mir nicht sicher, ob es Glas ist. Das ist Mineralwerkstoff. Also das ist was ganz Besonderes. Das ist Steinmehl zusammen mit Kunststoff. Mhm. Der Vorteil ist, es kann heiß werden. Kann ich dann einen heißen Topf drauf abfüllen? Also einen warmen Topf. Klar, wenn der jetzt 500 Grad heiß ist, noch glühend, da würde ich vielleicht nicht machen, aber es passiert nichts. Wenn du es mal drehst um 180 Grad, also nicht drehen, sondern wenden, 180 Grad, genau, wenden. Schneidbrett mit drin. Ist die Frage, das Ding kostet 200.000 Euro, würdest du darauf schneiden? Ja. Kann man wahrscheinlich neu kaufen, ne? Kannst du neu kaufen. Ja. Also ist das. Was ich so cool finde, ist, dass du hier noch einen separaten Abfluss hast. Ja. Warum? Na, wenn du hier halt irgendwie das belegst, kannst du immer noch da. Also Nudelwasser? Nee.
Nudelwasser, ja genau. Zum Beispiel rein. Nein, du kannst zum Beispiel Gläser beim Spülen leer machen. Ja, wenn man den hier vielleicht schon zu faul war zum Spülen und da alles abgelegt hat. Das ist das Einzige, was mich echt immer stört, ist, dass die Spülmaschine nicht da ist, ne? Ich bin doch da, John. Ja. Sollen wir eigentlich auf der Tour die Spülmaschine mitnehmen? Ich habe eine portable Spülmaschine. Ja. Sollen wir die mitnehmen? Die ist aber relativ groß. Mir egal. Okay, so. Sehr schön. So, wir schauen uns mal die Schubladen an, liebe Franziska. Tja, ich muss sagen, was fällt dir denn auf bei der Schublade? Ist das eher so eine billige IKEA oder? Nee, also weiß ich nicht. Nee. Wenn dir da mal so die Seiten anguckst, da ist ein Aufkleber dran. Guck mal, was steht drauf? Ja, okay, 15 Kilo. 15 Kilo. Das ist schon gut. Viel, ja. Also eigentlich so wie zu Hause. Ja. IKEA ist jetzt auch nicht eine Billigschublade. Nee, aber ich habe ja diese. Das war jetzt auch ein bisschen abwertend. Nur aber deine Küche. Ja. Ne? Ich nehme es zurück. Es ist eine IKEA-Schublade, okay? So, also außenrum ist Metall und ja, ich habe ja auch. Das ist ja auch eine richtige. Ich glaube, das heißt Hettich-Schublade. Hettich ist der Beschlaghersteller, kommt, genau, glaube ich, aus Baden-Württemberg. Also ist eigentlich wie in diesen Profiküchen. So langsam ist es cool. Da an der Seite. Ja. So, denke ich mal. Das finde ich immer ganz praktisch. Auch ganz schick, oder? Komm mal von allen Seiten auch dran. So, sehr schön. Also, das Design, da müssen wir nochmal drauf eingehen. Du hast es eben zu John am Anfang gesagt, ja. Wenn du jetzt ein bisschen länger drin bist, auf was kommt es denn an bei Design? Was denkst du denn? Was ist ganz wichtig? Weil das Ding hast du ja nicht nur 2 Jahre. Ja, gut, das einem gefällt. Das einem persönlich gefällt. Also, zeitlos. Zeitlos. Was wolltest du meinen, oder? Ja, ist schwer, weil wenn du jetzt in Wohnmobile reingibst, die 10 Jahre alt sind, das siehst du direkt bei vielen, ja. Das ist so. Und was ist es dann? Rot. Nein, ich meine, worauf kommst du denn dann an, wenn es auch das nicht ist? Du, es ist unglaublich schwer zu sagen. Also ich finde halt, dass zum Beispiel, es gibt Wohnmobile, da sind die Decken schwarz. Weil, schwarz. Also weil das macht den Raum dann noch kleiner. Ja. Dann gibt es Wohnmobile, die haben gar keine Gardinen mehr oder die haben so Zuziehgardinen, Gardinchen und so weiter. Ich glaube, es gibt so einen kleinen 5-Sekunden-Test. Du gehst rein und gerade die Frauen, da will der Mann dich überzeugen und da kann er noch so viel reden, oder? Wahrscheinlich schon, ja. Also wenn man halt immer, also man will ja dann auch selber viel damit unterwegs sein und wenn man sich nicht wohlfühlt, ist ja dann wahrscheinlich auch nicht so prickelnd. Das ist schon immer interessant, oder? Das ist wirklich, es kommt darauf an, dass wir uns wohlfühlen, bei dem Mann ist das irgendwie so. Also bei mir muss die Technik stimmen. Egal. Praktisch. Nee, das stimmt ja nicht, aber ist so der. Wo ist das Fahrzeug denn praktisch? Nochmal bitte? Es ist praktisch. Wie ist die Größe von der Garagentür? So ungefähr. Okay, kriege ich meine Bohrmaschine rein? Kriege ich meine Bohrmaschine, genau. Jan, wenn du gerade da stehst, Kleiderschränke. Kriege ich meine Bohrmaschine hier rein? Also ja. Kleiderschränke sind ja wichtig, gerade für Frauen mit Familie und Kindern. Da hast du denn irgendwelche Winterjacken? Ja, wenn man hier nach dem Bohrmaschinen fährt, braucht man Winterjacken. Und hier, also man kann halt aufhängen und hinlegen und ist auf jeden Fall schon relativ viel Platz. So, das Licht fällt ja auf, geht automatisch an und aus. Genau. Ja. Auch was Schönes. So, jetzt willst du dich fertig machen morgens? Also deine Morgenroutine dauert wie lange? Stunde? Also kommt drauf an. Meine ganz normale Morgenroutine dauert vielleicht eine Viertelstunde. Aber mit Duschen so eine halbe Stunde, 40 Minuten. 40 Minuten, so und jetzt. Du bist jetzt eingestellt. So, jetzt ist die Jan hier vorne, die ist schon Netflix am gucken. Und du willst deine Ruhe haben. Was machst du? Wie kriegst du dich da hinten vereinzelt? Geh mal rein. Ganz. Von oben vielleicht. Nee, nee, nee. Ganz rein. So, das heißt, du willst ins Bad rein. Du willst dich aber vereinzeln. Jan, das gibt's doch nicht. Lass dich doch mal entdecken. Kannst du nicht, ja, oder? So, guck mal oben. Da ist so ein schwarzes Ding. Der Raum wird größer, wo du stehst. Das heißt, der Raum wird größer. Jetzt überleg mal, du bist jetzt. Ah, das ist auch. Nee, Jan, jetzt sei doch mal. Du weißt es doch schon. Guck mal, es ist wie so ein. Guck mal, du verpasst es doch jetzt. Okay, was kannst du machen? Ja, das war die Lernkurve erfüllt. Franziska, mach mal auf. So, und jetzt, Besonderheit, was kann man machen? Na gut, die Tür hat halt hier nochmal so. Also, einen Anschlag. Hast du sowas zu Hause, Franziska? Nee, soweit habe ich nicht zu Hause. Brauchst du ja nicht. Weiß ich nicht, so groß ist meine Wohnung nicht, vielleicht.
So, aber es ist schon. Das wäre doch praktisch. Ist praktisch. Das heißt, du kannst die Tür zumachen. Was hat das für Vorteile, dass man die zumachen kann, wenn du zum Beispiel nicht hinten den Raum benutzt und du willst sie trotzdem zumachen? Was könnte das für eine Anwendung sein? Nee. Für die Toilette. Auf die Toilette? Also keine Ahnung, ob man mehr Platz hat? Ich weiß nicht. Nein, du hast zum Beispiel. Abends kommen Leute zu Besuch bei dir. Achso, und sie geht dann schlafen und die bleiben vorne, oder? Das könnte sein, ja. Aber okay. Viele machen die Tür nur zu. Die Gäste sind ohne dich dann vorne. Zu, damit dieser Bereich, der Wohnbereich, abgetrennt wird vom Schlafbereich. Okay, da haben die anderen nichts zu suchen. Ja. Da brauchst du nur die Tür zu machen und musst nicht aufräumen. Viele Wohnmobile haben das nicht. Da kannst du durchgucken von vorne bis hinten. Also ist ein bisschen. Das hier ist übrigens auch ein besonderer Grundriss. Der hat in der Mitte die Dusche. Und die Besonderheit hier ist, die Dusche ist komplett getrennt. Das hat man eben nicht. Nee. Aber was ist denn besser? Naja, wahrscheinlich. Also getrennt, das ist nicht alles nass direkt. Also das, ja. Was kannst du denn machen mit der Dusche noch? Aufhängen oder? Ich weiß nicht. Genau, kannst Sachen aufhängen. Die meisten. Das ist der Kleiderschrank quasi. Nee, tatsächlich ganz oft der Kleiderschrank komplett. Also viele Leute. Eine nasse Jacke kann man halt auch gut hinhängen. Dann. Die kann abtropfen nach unten, das machen auch viele. Aber viele gehen auf den Campingplatz auf die Dusche. Die benutzen am Campingplatz die Dusche. Ja. Und dann kannst du hier natürlich deine ganzen Sachen aufhängen und so weiter. Die Stange ist schon mit drin. Magst mal reingehen, Franzi? Lass mal sehen. 1,68 Meter bist du. Plus deine High Heels heute. Ein bisschen Plateau haben sie. Bisschen Plateau. Und also, sagen wir mal, 1,70 Meter. So, und jetzt hast du hier oben die Stangen, kannst du uns rausnehmen, wenn du zu groß bist. Zum Duschen. Da ist ein bisschen fest, aber geht. Und wenn du noch größer bist, dann ist sogar das Fenster hier oben zum Öffnen. Das tut mir dann nochmal leid. Dann kannst du. Das ist schon wirklich groß. So, drehe ich mal um die eigene Achse, dass man mal sehen kann. Das Rost, denke ich mal, nimmt man eh raus. Und dann ist man nochmal tiefer. Ja. Oder bleibt vielleicht sogar dran. Ja, das Rost hat den Vorteil, dass du alles trocken hast danach. Also wenn du das benutzt. Du kannst es nämlich hier öffnen. Mach mal auf, bitte. So, genau. Und du kannst es, glaube ich, auch nach innen öffnen. Probier mal gerade, ob es nach innen geht. So, und dann kannst du die innen geöffnet lassen und kannst, wenn du jetzt mal, jetzt gehen wir mal alle hier rein und Jan, und du machst mal gerade die Tür zu. So, und jetzt hast du diesen Platz für deine Armfreiheit, wenn du dich zum Beispiel umziehen möchtest. Siehst du hier? Der Raum öffnet sich jetzt. Und du kannst komplett von beiden Seiten dann rein und raus. Jan, geh mal bitte auf Toilette. Und wir werden eins feststellen, wir haben ja nur einen Kleiderschrank bis jetzt gehabt. So, ist ein bisschen wenig, oder für die Länge? Ja. So, wir werden dich gleich mal, die Jan kann es kaum erwarten. Sie kennt ja schon alles. Aber wir werden die Franzi mal suchen lassen, wo die anderen Kleiderschränke sind. Also, was heißt denn Kleiderschränke? Ich meine, hier sind ja überall Schränke. Nee, also, Kleiderschränke. Also so hohe. Mit Stangen. Nee keine hohen, aber mit Stange. Mit Stangen. Mhm. Also im Bad jetzt, oder wie? Nee, nicht im, so das machen wir gleich, Franzi. Das ist schon unfair. Das ist unfair jetzt, weil das machen wir gleich. So, Spiegel, ist er groß genug für dich? So, und hier, guck mal. Ja, auch nochmal. Auch nochmal. Also, gehen wir noch ein bisschen tiefer. Da ist für die Breite und hier dann. So, jetzt kannst du hier dich natürlich schminken. Du kannst dich sogar sitzen und schminken. Kannst du dann hier den Kajalstift nachziehen. Das geht alles. So, ist Waschbecken groß genug? Ja, auch auf jeden Fall deutlich größer als eben, würde ich sagen, oder? Ich glaube, das habe ich klar in Erinnerung. Das war ja auch ein Bad mit allem. Kannst du dir vorstellen, dass es hier Leute gibt, die machen an einem Tag 15 Wohnmobile und sollen sich danach noch erinnern, was war? Kann ich mir gar nicht vorstellen. Ich habe keine Chance. Ja, das ist der Grund, warum wir die Videos machen hier. Mhm. So, jetzt machen wir den Schrank hinter dir auf. Damit wir uns die danach angucken können, weil wir uns nicht mehr erinnern können. Mach mal den Schrank bitte hinter dir auf, Jan. Dann gucken wir mal rein. Und ganz viele Jan haben geschrieben, wie wird ein Jan geschrieben? Weil die haben keine Ahnung, die haben mit CH. C-H-C-A-N? Nee, J-E-A-N-N-E. Genau. Die französische Schreibung. Wie Jeanne d'Arc. Sehr schön. Also das kennt jetzt auch keiner, aber. So, also, großer Schrank. Dann hast du hier die Teile, kannst du Zahnbürste, irgendwelche Haarspray, alles, was die Frau von heute braucht und der Mann. Und ja, da ist die Spültoilette drin, diesmal auch von Tedford. Da kannst du mal erklären, wie die funktioniert. Kassette oder? Kassette, genau. Ja. Wie funktioniert das ungefähr? Naja, wird alles in der Kassette. Genau, da ist da so ein Loch hier. Guck mal, hier, Franzi. Ja. Ja. Wie geht denn das mit dem Loch? Wie kommt man denn, also da Loch ist ja jetzt zu. Das ist zu, ich sehe nicht bis dahin. Okay, ja. Mhm. Wie machst du es auf? Mit dem Knopf vermutlich. Und wo? Neben der Toilette und dann Kartoffeln? Nee. Das Spülen. Ah, okay. Das ist irgendwo. Das ist ein Hebel an der Seite. Bitte nicht aufmachen, ist ein gebrauchtes Wohnmobil. Manchmal kommt Jack in the Box.
Also eine leichte Überdruck. Die sind wahrscheinlich leert. Ja genau, das Grau an der Seite, damit kannst du es machen. Sitzhöhe, ganz wichtiges Thema und Beinfreiheit. Das können wir auch mal zeigen. Jan, setz dich mal hin. Also viele Männer haben ja lange Beine, Frauen auch. Und es gibt auch Frauen und Männer, die haben auch einen dicken Hintern. Und das muss auch alles passen. Und deswegen du nicht, Jan. Aber viele sollten Probe sitzen. So, was wäre denn jetzt dein Tipp, Jan? Jetzt darfst du mal was sagen. Wenn man sich unsicher ist, man hat das Geld, aber man weiß nicht, was man kaufen soll. Was würdest du empfehlen? Was ist eine gute Maßnahme, das Geld nicht ganz zu verbrennen? Worüber reden wir jetzt? Wohnmobilkauf. Also du hast jetzt 200.000 Euro im Sack, willst ein Wohnmobil kaufen, kommst hier vom Platz so raus und sagst, jetzt bin ich vollkommen verwirrt, ich will aber das mal ausprobieren. Was könnte ich denn machen? Na, mir ins Ausleihen. Ja, mieten. Ja, machen ganz viele. Kann mieten ich mir das? Auch genau das mieten? Ich glaube ja. Also Stefan hat 60 Stück in der Vermietung, ganz viele. Ach, ja, guck mal, eben hast du gesagt, er vermietet nicht. Na, ich wusste es nicht. Okay, er vermietet. 60 oder 80 sogar. Also das ist, ja, das ist ein Teil des Konzeptes. Die vermieten die, damit Leute auch schon mal testen können. Also viele kaufen die danach. Das ist wie die Skischuhe, kennst du das, wenn die gut passen? Da kannst du nämlich den Vermieter fragen, kann ich die kaufen? Ja, ist wirklich so. Kannst du. Ich glaube, wenn es die Vermietung überlebt, dann. Ich weiß nicht, ob das dann auch irgendwie nochmal zurückgeht, ob man da auch Dinge verändern kann. Ja, du kannst ja, vor der Pandemie war es so, da war das ein Teil der Ertragssituation des Händlers. Der hat es dann vermietet, hat darüber, was weiß ich, 10.000, 15.000 Euro Umsatz gemacht und konnte es dann natürlich günstiger verkaufen, aber er hat dann weniger Verlust gemacht. Du guckst auf die Uhr, du musst weg. Nee, noch nicht, ich habe noch ein bisschen Zeit. Noch ein bisschen Zeit, ja. Das ist, wenn du mal kämpfst, wirst du merken, zeitlos. Die einzige Zeit, die du brauchst, ist den Kontostand zu checken, ja. Ob deine Bitcoins schon wieder mehr wert sind, ja. Dann 30. So, wir gehen mal rein und zeigen wir mal. Geh mal vor, Franzi, und such mal bitte, such, Franzi. Ja. Kleiderschrank, okay. Zum Hängen. Da sind so. Das ist schon mal richtig, ja. Das ist aber kein Schrank, der ist ja nicht geschlossen. Schrank, das wohl war. So, und wenn du mal mit dem Finger hinzeigst, ich sag warm, kalt. Kalt. Ja. Kalt. Ich will trotzdem kalt. Mal gucken. Vielleicht unten? Ich gebe dir mal einen Tipp. Guck dir mal die Matratzen an. Was ist hier anders? Da nicht, aber. Hinten? Nee, guck dir mal die Matratze, wo du gerade drauf guckst, an. Die ist geteilt. Die ist geteilt. Warum ist die geteilt? Genau, wenn du mal hier aufmachst, du warst schon eben schon nah dran, du wolltest sie eh schon öffnen. Du warst schon fast so weit. So, und jetzt zieh mal oben an dem Teil. Hier, an diesem ganzen Teil. Zieh mal nach oben. Nach oben? Nach oben? Ja. So, und da ist der Kleiderschrank. Und da sind jetzt, das ist ein Zusatzpolster, damit kannst du aus dem Tisch vorne ein Bett machen. Ja. Das war dir, glaube ich, schon klar. Sie hat übrigens genickt, wusste sie schon. Und die sind dann normal nicht da drin. Das ist das Typische, was man aus Wohnmobilen kennt, dass man so diesen Tisch runterfährt und dann noch ein Bett hat. Ja, ist eigentlich gedacht fürs Enkelchen oder der Mann, der schnarcht oder was weiß ich. Man hat sich gestritten, kennst du ja. Dann ist er blöd, dann kann er nicht ins Hotel, der Mann. Ja, okay. So, mach mal hoch und dann können wir mal drunter gucken, wie das gefedert ist. Unter die Matratze. Also die Matratze hoch. Mhm. Matratze. Die Matratze. Und jetzt ist die Frage aller Fragen, Franzi, was für ein Bettbezug mache ich denn da drauf? Also was für ein Laken? Oder wem? Ja, keine Ahnung. Was für eine Marke? Nee, was für ein Betttuch mache ich denn drauf? Ah, okay, Laken. Ja, keine Ahnung, ist hier einer drauf? Ja, ist einer drauf. Guck mal, ist das ein normaler Laken? Ist es in der Größe? Nee. Okay, also ist ja zweigeteilt. So, wo kriegt man den her? Hier aus dem dänischen Bettenlager? Ja, wahrscheinlich bei Hümer. Bei Hümer. Gut. Also das ist, viele fragen sich dann, es geht auch normales Laken, aber dann ist natürlich diese Funktion ein bisschen eingeschränkt. Ich merke schon, es macht auch gar keinen Spaß mehr, die Sachen zu fragen, die ihr schon weißt, weil das stellt mich schon noch viele Fragen, wo ich keine Antwort drauf habe. Aber es ist so, jetzt stell dir mal vor, du fängst an hier in der Freizeitbranche, wirst hier Verkäuferin. Jetzt hat er ja über 300 hier stehen, ja, und alle sind ein bisschen anders, ja. Das ist wahrscheinlich, muss man sich gut auskennen. So, jetzt sagen wir mal, was ist hier? Ja, noch ein Schrank, aber halt nicht zum Aufhängen, sondern... Kann man den anheben? Was denkst du? Nee? Nee, kann nicht. Also, das heißt hier unten... Nicht, ich glaube nicht. Also hier unten musst du dann runterkrabbeln. Also das ist... Warte, ich zeig mal hier rein. Also das sind normale Schubladen. Jetzt hast du ja hier vorne... Jetzt müssen wir uns irgendwie ein bisschen gucken, wenn du mal aufs Bett drauf gehst, sei mal so lieb, und mal deinen Kopf mal in Richtung der John machst. Also genau umgekehrte Richtung. Ja, umdrehen, oder?
Genau, und leg mal ruhig mal die Füße drauf, kannst du machen, ist ja eine Folie drauf, kann nichts passieren. So, und jetzt sind hier so Klappen drin. Siehst du die? Mhm. In der Stufe. Wenn du die mal öffnest. Ja, kommst da ran, geht so, aber das ist so der Lerneffekt, ist ganz gut. Da kannst du oben drauf gucken, ich kann es auch filmen. Okay. Was ist denn da drin? Stufe, warum? Naja, weil hier wahrscheinlich, also die ziemlich hoch ist. Also ich will jetzt richtig hoch zu. Nee, du kamst ja jetzt gut rein. Aber warum ist da eine Stufe? Weil ich mich halt hingesetzt habe. Keine Ahnung. Also hier ist eine Besonderheit. Das liegt jetzt aber auch nicht hier rum. Genau, es liegt nicht herum. Es ist da drunter. Wenn du gerade nochmal öffnest hier, diesen Schrank, diesen Kleiderschrank. Und jetzt kommt die Lernkurve. Die wird natürlich jetzt perfekt. Und da siehst du. Aber ich sehe es nicht. Da ist dieser Keil. Siehst du den? Der hintere Keil, wo ich gerade in der Kamera drauf halte. Der da. Und wo ist das Plastik? So, und der, es gibt ja zwei Möglichkeiten. Entweder hat der eine Verstärkung mit eingebaut, hat aber nicht. Ansonsten gibt es ein Plastik und es kann sein, dass die Franzi gerade auf dem Plastik sitzt. Also das ist so eine Verstärkung, die man hier einlegt und dann kannst du das Bett zur Liegewiese erweitern. Also das ist, dann kannst du eine große Liegewiese, wenn du Kinder hast und so weiter, und dann, die kannst du dann machen. Genau, es geht irgendwie bis hier hin. Du kannst es ja mal dran halten, einfach mal die Matratze dran halten. Und kannst immer ins Bett reingehen. Ja. Ah, okay, die geht dann nach vorne. Ja, genau. Okay. Mach mal bitte, Jan, dann können wir mal zeigen. Also das ist die Stufe, die ist integriert. Die musst du dann nicht groß sammeln. Und die kommt dann nach vorne. Und wenn du jetzt mal hier die Matratze mal da rausnimmst, Jan. Die hier? Ja, genau, zieh die mal raus. Und es kann sein, dass da das Polster, also dass die Unterlage schon mit eingebaut ist im Rücken. Aber das wird wohl nicht der Fall sein. Und jetzt, wenn du mal zur Seite gehst, Franzi, mach mal zu. Und jetzt leg das mal. Und leg das mal hier in das Loch rein, das jetzt hier, dass wir das zukriegen. So, ist natürlich jetzt gefährlich, jetzt ist da keine Unterkonstruktion drunter, aber so wäre denn das Bett, wenn man dann noch die. Ja, also eine feine Geschichte. Ja, Nachteil ist jetzt, dass ich an die Schränke nicht mehr rankomme. Also zumindest mal an den rechten Schrank, das müsste ich dann einklappen. Der hier geht ja von oben auf, das haben wir schon gelernt, das geht. Und Fazit, das Auto hier? Ja. Auch schick. Oder? Auch schick, ja. Vielleicht. Finde ich noch ein bisschen schöner als das erste. Also auf jeden Fall mal so vom Design. Ist aber Geschmackssache, ne? Ja, ist Geschmackssache auf jeden Fall. Das freut mich, denn dieser Marke Hümer wird sehr oft nachgesagt, ja, ist für ältere Leute und so, aber das wird es ja jetzt nicht so. Die weißen Oberflächen, die Flächenvorhänge, das ist auch ganz schick, oder? Ja. Wie gefällt dir das hinten da mit dem Stoff am Kopfende? Ja, auf jeden Fall nicht schlecht. Also es ist eigentlich ein ganz schöner Stoff. Ist jetzt nicht so irgendwie was mit einem Muster oder. Liebe Hümer-Leute, ihr habt einen guten Job gemacht, muss ich sagen. Also wenn das hier den Mädels gefällt, das ist doch schon schick, oder? Und es gibt noch viel bessere von Hümer. Ja, es gibt ganz neue. Die können wir uns gleich mal angucken. So geil. Es gibt ein ganz neues, das sieht aus wie eine Designerwohnung. Das haben die gemacht. Die Frage ist, ob dir das denn gefällt. Das glaub schon. Ja, wenn Jan das sagt, dann bestimmt. So, ja, was machen wir jetzt? Für alle, die jetzt erst eingeschaltet haben, das ist Franziska. Franziska ist 23 Jahre alt. Fast. Und ist Hochzeitsfotografin und ist. Achso, lass ruhig draußen. Ist eine. Ist Freundin, kann man sagen, John? Ja, oder, kann man das sagen? Oder nur. Wir kennen uns seitdem Bekannte. Du, wann mal 23. Jetzt darfst du ja nicht sagen. Seitdem du 16 bist. Okay, also schon länger, sechs Jahre. Seitdem ich 24 bin, wahrscheinlich, oder? Oder? Ich habe Benny gekriegt, als ich 23 war. Ja, seitdem ich 24 Jahre alt ist. Ich glaube, vielleicht war ich noch gar keine 24, vielleicht war ich sogar noch 23. So, komm, wir gucken uns das Auto an. Du hast einen süßen Hund, das ist ein Mini-Husky. Alaskan Klika, ja. Genau. Mini-Husky. Ist ein Junge. Nein, ein Mädchen. Ein Mädchen. So, ich habe auch drei Mädchen. Also, das sind eigentlich die. Ist Junge, ich glaube, die Jungs sind nicht so schlau wie die Mädchen, ne? Ja, also auf jeden Fall, die meisten Rüden, die ich kenne, waren jetzt nicht, sind immer so eher recht klug. War recht klug? Ja, aber nee, okay. Also nicht sehr klug, sondern so. Ach, recht klug, okay. So ein Medium. Nett ausdrücken will. Ja. Also, wo würdest du deinen Hund hinpacken, wenn du jetzt die Wahl hättest? Jetzt während der Fahrt oder? Nee, abends. Im Bett. Im Bett, der kommt ins Bett. Der hart aber nicht, oder? Doch. Doch, sehr schön. Komm mal raus. Aber auch nur zweimal im Jahr. Nur zweimal im Jahr, dann geht's ja. Ja, ja. Das Schöne ist, der wiegt ja, ich glaube, 8 Kilo. Genau. Und wenn er keine Haare mehr hat, wiegt er 4 Kilo. So. Schön, also jetzt trennen uns nur noch 173.860 Euro. Das ist natürlich, ich glaube, so für einen Einstieg ein bisschen teuer. Ja.
Da so. Wird man erstmal mit günstigen. Aber was wäre denn so deine Klasse? Wenn du jetzt sagen würdest, naja, so 30.000, wäre das schon okay? Ja, ich denke. Also. So, jetzt haben wir einen gesehen, den haben wir ja selber gefilmt auf der Messe, den Kastenwagen. Für 43.000, kannst du dich noch daran erinnern? Der mit den zwei Sitzen nur, ganz am letzten Tag war das. Auf der Grünen? Nee. Grünen war der, genau, ja. Von Forster. Weißt du noch, der für 43? Der ist schon mega, oder? Ah, sie lacht. Komm, wir gehen schnell raus, sonst wird das hier teuer. Das ist übrigens dieser kleine Sitz, Franzi, das wollte ich noch zeigen. Setz dich mal kurz auf den Sitz gegenüber. Den Etrusco finde ich ganz schön. Den Etrusco findest du schön? Ja. Der gefällt mir von der Optik ganz gut. So, und der Sitz ist besonders praktisch. Da kann man super die Schuhe an- und ausziehen. Also wenn du jetzt an der Seite bist, bis hier am Schublade, Eingang und so weiter. Und das ist der Gesamteinsatz nochmal. Ja, komm, wir gehen raus. Jetzt haben wir zwei Stück gefilmt. Kannst du dir vorstellen, dass wir auf den Messen mit Jan teilweise bis zu 15 Stück filmen? So, ist draußen. Vielen Dank. So, und wir lassen den mal laufen. Hatte den Grund, Batterie war leer. 203.370 Euro. Und das ist ein 23er Modell. Neuwagen, natürlich mit Steuer. Wir sind bei Wohnwagen Vogt in Saarbrücken. Vielen Dank für die Bereitstellung des Fahrzeuges. Wie er hier steht, Aktion heute am, wie viel haben wir? 13. März. 2024. Ich bedanke mich bei euch und natürlich auch bei Wohnwagen Vogt für die nette Bereitstellung dieses Fahrzeuges zu Filmzwecken mit Franzi und Jan. Bitte mal einen Arm nehmen. Ganz kurz nur. Sehr schön. Tschüss. Auf